Mein Name ist Christian Kaspers. Ich bin seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Mathematik. Vorher habe ich auch in Magdeburg studiert und im vergangenen Semester habe ich die Übungsveranstaltungen für die Lehrveranstaltung Mathematische Methoden 2 für Wirtschaftswissenschaftler und Humanwissenschaftler betreut. In meiner Lehre ist mir wichtig, dass alle Studierende was aus der Lehrveranstaltung mitnehmen können. Also, dass zum Beispiel diejenigen, die jetzt nicht Mathe-affin sind, die denken, sie können Mathe nicht so gut, trotzdem erfahren, dass sie es können, dass es sogar Spaß machen kann, wenn sie sich intensiv damit beschäftigen. Und dass aber auch die, die von vornherein schon an Mathematik interessiert sind, auch was mitnehmen und Mathematik auch ein bisschen als Wissenschaft kennenlernen. Gute Lehre fängt für mich erstmal bei mir an und dass ich selber von den Lehrinhalten irgendwie begeistert bin und enthusiastisch das auch vermitteln kann, dass ich selber denke, dass das wichtig ist, dass die Leute das lernen. Mir ist Struktur und Organisation in Lehrveranstaltungen sehr wichtig, denn dann können sich die Studierenden mit den Inhalten auseinandersetzen und müssen sich keine Gedanken über die Organisation machen. Und Transparenz ist mir auch sehr wichtig, dass die Erwartungshaltung, was in dieser Lehrveranstaltung von den Studierenden erwartet wird, dass das einfach klar und offen kommuniziert wird und da auch nicht kurzfristige Änderungen durchgeführt werden. Ja, wir waren alle erstmal so ein bisschen überrumpelt und dann waren es ja eigentlich 2 Wochen mehr oder weniger, die wir Zeit hatten, um irgendwas zu machen. Das Semester wurde ja um 2 Wochen nach hinten verschoben. Was uns in dem gesamten Team für diese Lehrveranstaltung aber eigentlich klar war, dass niemand soll jetzt sagen, ich schreibe die Klausur nicht mit, weil ich mich in dem Semester nicht vorbereitet gefühlt habe. Und das war eigentlich so die Prämisse, unter der ich dann auch da so rangegangen bin. Also ich wollte halt dann, dass jeder oder jede die Möglichkeit hat, durch das Online-Angebot genau so viel zu lernen wie im normalen Semester auch. Es war irgendwie eine Herausforderung, aber ich habe das auch für mich selber als Gelegenheit gesehen, selber viel zu lernen. Denn das hätte ich nicht gedacht, dass es quasi in 2 Wochen so möglich ist, einmal so komplett dieses Konzept von Präsenzlehre zu Online-Lehre zu wechseln. Und das ist uns aber dann rückblickend ziemlich gut gelungen. Ich hatte halt diese naive Vorstellung, ja, dass die Leute dann da hinkommen und Fragen stellen, dass sie ihr Mikro einschalten und sich trauen, irgendwas zu fragen und einfach so. Und das hat natürlich nicht geklappt. Man braucht irgendwie mehr Struktur, dass halt dann zumindest Themen vorgegeben sind, dass man Fragen vielleicht vorab einsammelt, dass man eine niedrigschwellige Möglichkeit gibt, dass die Leute anonym Fragen stellen können, weil einigen das vielleicht sonst unangenehm ist. Das war eigentlich so am Anfang vor allem die Herausforderung, dass wir in den ersten Wochen immer noch nachjustieren mussten, weil wir dann gemerkt haben, okay, das hier funktioniert noch nicht so gut. Anderes funktioniert vielleicht schon gut, aber was können wir jetzt in den Dingen noch ändern, um es besser zu machen? Und ich denke, es hat ein paar Wochen gedauert, bis der Laden so lief. Und ich glaube, dass man solche Sachen halt online eigentlich auch besser nachjustieren kann als im Präsenzbetrieb. Ein paar Klicks bei Moodle und schon hat man irgendwas ganz Neues. Und das ist im Präsenzbetrieb schwer möglich, ja, wenn man nur im Hörsaal sitzt.